Und willkommen auf meinem Kanal Peter Rockabilly 1950. Heute bin ich das erste Mal draußen. Ich bin jetzt mal 2 Kilometer gefahren nach Langelsheim und da ist die Straße und alles ringsrum um uns herum ist die Natur. Ich habe mir jetzt hier für 4,30 Euro beim Asiaten mein Eis geholt. Und abgesehen von der Straße, wie gesagt, da ist der Wald. Wenn man da hoch geht, da wird es schön ruhig. Ja, und hier sitzen wir quasi so auf einer Bank. Und ihr könnt es ja schon selber sehen hier, ne? Richtig, richtig, richtig schön. Hinten ist dann auch noch eine Parkmöglichkeit. Man könnte jetzt auch diesen Weg spazieren gehen. Mal gucken, vielleicht mache ich das nachher mal. Hier haben wir noch so eine Bank. Also die Natur bietet echt schön viel. Ja, ich habe mir mal gedacht gehabt, ich muss jetzt mal an die frische Luft gehen. Ich habe ja nichts Ansteckendes. Aber da habe ich eine andere Diagnose, die nicht so schön ist. Die ist auch nicht ansteckend. Und das macht mich schon ein bisschen traurig. Gerade weil ich Vater von 3 Kindern bin. Naja. Deswegen versuche ich jetzt hier ein bisschen Kraft zu tanken. Und ja, mehr wie diese 2 Kilometer hin und zurück fahren wir auch nicht. Also 4 bis nach Hause sind es vielleicht 5. Also 2,5 hin, 2,5 zurück. Und das heißt, es erstmal hier aufessen und dann mal gucken. Aber so an meinen verschlafenen, müden Blick und traurigen Blick könnt ihr ja sehen, dass ich nicht zufrieden bin. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, hier ist eine richtig, richtig schöne Ruhe. Hier ist auch so ein Schild, dass diese große Fläche hier unten Regenwasser, Rücklaufbecken steht hier. Befahren, betreten, lagern und campen verboten. Im Bereich verboten. Es besteht Überflutungsgefahr. Oh, da könnt ihr es lesen, da steht es drauf. Aber alles im einen, es ist hier sehr, sehr schön. Es tut mir gut, rauszukommen. Ich fühle mich hier sehr, sehr gut. Und naja, die Sonne da hinten, die geht schon langsam unter. Ja, Wildtiere sind auch hier gekennzeichnet. Das heißt, wir müssen hier aufpassen. Aber ansonsten essen wir lecker und ja, zu Hause ein bisschen Haushalt noch machen nachher. Ganz dezent. Und ja, das war's dann auch schon. Na, mal gucken. Ich bleibe jetzt hier ein paar Minuten sitzen. Vielleicht gehe ich gleich noch diesen Weg da spazieren. Mal gucken. Tut mir auf jeden Fall gut. Ein bisschen noch mehr runterzukommen. Ja, euer Peter Rockabilly. Tschüss. Ja, weiß ich nicht, ob man das hört. Diese vielen, vielen schönen Vogelgeräusche hier. Mal gucken. Ich sage jetzt mal nichts und ihr hört einfach mal hin.